Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke und es halt im Bad. Das ist kein Unboxing, das ist eine Challenge und zwar die Granini Saft Challenge 2.0. Wir haben letztens ein Video hochgeladen, haben wir gezeigt, der K-Store hat das probiert. Der Bo hat das probiert, der Thomas hat das probiert, der Thomas hat alle vernichtet, der Thomas hatte Granini Multivitamin, der Bo und ich, wir haben das mit Banane probiert, ich war ein Stück schlechter als Thomas, ich habe das die ganze Zeit auf die Banane geschoben, dass die Banane vielleicht dickflüssiger ist, weil das übelst den Magen drückt, vielleicht, wenn das hier flüssiger rüberkommt, vielleicht geht da noch ein bisschen was und ich kann vielleicht wenigstens mit Thomas gleichziehen. Ob das so passt oder nicht, weiß ich nicht. Deswegen möchte ich das Ganze nochmal probieren, möchte mir nicht die Ehre nehmen lassen und schauen, ob ich trotzdem noch an Thomas rankomme, wenn ich es auch mit Multivitamin probiere. Der Adigrad sitzt hier rum, das heißt, es fällt gleich wieder alles um. Und gleichzeitig haben wir jetzt noch einen Versuch gehabt von Jenaya. Jenaya hat jetzt noch einen Versuch gemacht, hat uns mal gezeigt, wenn sie die Banane getrunken hat, wie lange sie dafür gebraucht hat. Und wir haben, glaube ich, noch einen Versuch von Jenaya auch mit Multivitamin. Ich glaube, sie hat beide probiert. Wenn ich das schon habe, die Aufnahmen, dann blende ich das hier natürlich mal ein. So, heute wollte ich mich mal an der Saft-Challenge mit der Multivitamin von Granini mal befassen. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Also, los geht's. Oh mein Gott. Oh, drückt das auf den Magen. Oh. Alter, das fühlt sich an, als hättet ihr jetzt gerade Backstein in euch reingeschlungen. Oh, es drückt so. Gut. Nicht so schnell wie gedacht, aber nicht schlecht. Wir sehen. So, jetzt dürfte ich alle Sachen gezeigt haben, alle Videos, die ich bis jetzt habe oder wo ich wusste, dass das kommt. Wie gesagt, Thomas hat die beste Zeit gehabt. Thomas, die Maschine. Jetzt wollen wir auch mal Multivitamin aufmachen. Hat er gesagt, Multivitamin schmeckt ihm am besten. Wir machen das mal auf. Werden das jetzt hier 1 Liter und gucken, wie lange wir brauchen. Ich habe keine Taktik. Beim letzten Mal Bananen hatte ich das Problem. Ich habe die ganze Zeit nur geschluckt und nicht geatmet. Und dann musste ich aufhören zu schlucken, muss erstmal 2 große Atmer machen, die haben natürlich wieder wertvolle Sekunden gekostet, ja. Am besten ist es, wenn ihr trinkt und atmet gleichzeitig durch die Nase, aber ob das so funktioniert, weiß ich auch nicht. Wir werden das jetzt mal probieren mit Granini und auf die Plätze, fertig, los. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, das war sogar noch schlechter als die Zeit von der Banane, die ich hatte. Und ich merke einfach, ich schaffe es nicht zu atmen. Wenn ich das schluck, ich zieh und dann kriege ich gar keine Luft mehr. Und dann muss ich erstmal aufhören und muss erstmal versuchen, durch die Nase zu atmen. Ich weiß nicht, wie Thomas das macht. Thomas ist ein Fisch. Der muss nicht atmen, der kann das einfach in einem wegziehen. Vielleicht sollte man auch nicht so gierig sein, vielleicht sollte man gleich von Anfang an eher gemächt trinken. Und dass man, dass man gleichzeitig noch atmen kann und dafür nicht so große Schlucke, dass das in einem einfach durchläuft. Statt du versuchst hier richtig so ein Stück reinzuziehen, dann musst du aber erstmal atmen und dann kommt das nächste Stück. Vielleicht dauert das einfach länger. Ist jetzt auch drin. Komischerweise
Hat sich sogar schlimmer angefühlt als Banane. Nicht nur die Zeit, auch das Trinken fand ich mega unangenehm, dieses Säuerliche. Deswegen habe ich gedacht, Banane ist schön mild. Ich würde trotzdem sagen, dass das irgendwie flüssiger wirkt. Aber ich habe genauso Magenschmerzen wie bei Multivitamin, wie bei Banane. Und ja, wie gesagt, Zeit war, glaube ich, sogar schlechter als bei Banane. Also daran liegt es nicht. Thomas ist und bleibt der King wahrscheinlich. Ansonsten, wenn es was anderes ist, dann seht ihr das ja. Ich werde mal Thomas' Vergleich dazu einblenden und dann werde ich gucken, also den habe ich wahrscheinlich eingeblendet und dann werde ich gucken, wenn ich mein Banane dazu einblende, ob ich wirklich schlechter war als bei meinem Banane-Versuch. Ansonsten war es das, glaube ich, von meiner Seite aus. Wie schnell könnt ihr eine Flasche Granini austrinken? Könnt ihr ja mal rausfinden, wenn ihr wollt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn jemand da eine gute Zeit hatte oder was ihr für eine Sorte Granini, was ist eure Lieblingssorte von Granini? Könnt ihr auch mal reinschreiben. Und sonst würde ich sagen, was das? Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und oh, ist mir jetzt schlecht. Das ist so abartig. Aber Thomas, dem macht das nichts aus. Der trinkt die immer so, glaube ich. Deswegen, Grüße gehen raus an Thomas. Grüße an Kestra, an der Boan, Genaya. An jeden, der da mitgemacht hat oder sich den Spaß erlaubt hat. Ciao.